Voilà, das ist die einfache Dreiball-Jonglage. Um das zu üben, beginnen wir erstmal mit einem Ball. Und zwar wichtig ist, wir stellen uns ein Fenster vor und wir werfen immer von der Hand in die gegenüberliegende Ecke. Also da hinüber mit der Hand in diese Ecke. Um fangen und werfen zu üben, wenn man ein Geschwisterchen hat oder mit einem Elternteil, kann man auch zu zweit erstmal einen Ball hin und her werfen und wenn das gut geht, jede gleichzeitig einen Ball. Das ist die erste Übung mit einem Ball. Das machen wir, wenn wir es 30 Mal schaffen, perfekt. 50 Mal überperfekt, ohne dass er runterfällt. Werfen und fangen üben. Das ist der erste Schritt. Wenn das gut geht, nehmen wir den zweiten Ball dazu. Und zwar, wir haben in jeder Hand einen Ball. Das gleiche Prinzip. Wir werfen diesen blauen Ball in diese gegenüberliegende Ecke, diesen pinken Ball in wieder die gegenüberliegende Ecke. Das erfolgt aber nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Der Rhythmus ist 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wir können einmal rechts, einmal links beginnen oder immer die gleiche Hand. Wenn das gut geht, sagen wir auch 30 bis 50 Mal, ohne dass der Ball runterfällt, können wir es wagen, den dritten dazu zu nehmen. Dafür habe ich zwei in einer Hand und den dritten in der anderen. Ich beginne mit der Hand, wo beide drinnen sind. Das gleiche Prinzip. In die Ecken werfen. Und jetzt ist der Rhythmus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau, immer in die gegenüberliegenden Ecke. Immer ein Ball ist in der Luft.